Hallo zusammen. Im folgenden Video wollen wir uns mal im praktischen Beispiel mit dem Thema Cookies und Sessions auseinandersetzen. Und ihr erinnert euch vielleicht noch an unsere wunderschöne, aber sehr statische und einfache HTML-Seite, ja, die ich auf den Webserver hier hochgeladen habe und die wir eben über diese URL erreichen können. Ja. Diese Seite ist statisches HTML. Das heißt, dieses Dokument ist so, wie es ist auf dem Server. Und wenn ich das per HTTP-Request anfrage, dann erhalte ich das Dokument so, wie es ist. Ja, einfach wird das aus dem Dateisystem kopiert und mir gesendet. Ja, also wenn wir uns hier den Quellcode dieser Seite anschauen, die ich als Browser, als Nutzer geschickt bekomme, dann ist das genau exakt dieser Quellcode, den ich auch so erstellt habe im Editor, auf diesen Server hochkopiert habe. Ja, also hier sehen wir nochmal FileZilla, hier ist dieses File auf meinem lokalen Rechner. Ich habe das hier als HTML-File auf diesen Server hochkopiert und kann das dort eben so dann finden und runterladen. Und ich hatte auch erklärt, dass das HTTP ein zustandsloses Protokoll ist, also stateless, das heißt, der Server erstellt keinerlei Historie meiner Aufrufe. Also ich kann jetzt hier, ist jetzt egal, wie oft ich hier draufklicke und das aufrufe, ja, das interessiert diesen Server nicht, sage ich jetzt mal. Es wird da kein, sage ich, zusammenhängendes Protokoll meiner Aufrufe gemacht. Es gibt natürlich einen Logfile auf dem Server, aber wo einfach stoisch abgelegt wird, welche IP wann welche Seite aufgerufen hat. Aber für die Anwendung, für meine Webanwendung, gibt es hier keine Verbindung, Verknüpfung der einzelnen Anfragen. Und wenn wir das aber benötigen, und das benötigen wir in ganz, ganz, ganz vielen Bereichen, ja, also als Beispiel sei hier nochmal einen Online-Shop genannt, ja, den ich jetzt hier aufgerufen habe. Und nehmen wir mal an, ich möchte jetzt hier ein Produkt in meinen Warenkorb legen, ja, dann bedeutet das ja, dass hier irgendwie diese Information, dass dieser aktuelle Nutzer, ich habe mich hier noch nicht eingeloggt, ja, also, aber der Nutzer, der gerade diese Webseite anschaut, ich hier mit meinem Laptop, dass wir irgendwie eine Möglichkeit haben müssen, hier eine Information zwischenzuspeichern und immer wieder meinen Request zuzuordnen. Das heißt also, wenn ich jetzt hier auf Continue Shopping gehe, ja, und jetzt hier irgendwelche anderen Sachen mir anschaue, mein Shopping Cart, diese Information bleibt also erhalten. Ja, das heißt, es kann also nicht sein, dass das hier noch stateless ist. Sprich, hier muss irgendwie eine Verknüpfung hergestellt worden sein, ja, dass es einen Warenkorb gibt. Das ist dann in meisten Fällen eine temporäre Datenbanktabelle. Aber diese temporäre Datenbanktabelle muss ja meiner Sitzung irgendwie zugeordnet werden können. Ja, wenn ich hier umherklicke und dann sehe, okay, dieser Warenkorb bleibt hier irgendwie immer erhalten. Also diese Information ist auf irgendeine Art und Weise zwischengespeichert. So, und um das zum Beispiel zu bewerkstelligen, werden Cookies genutzt. Ja, und wir können uns auch hier schon mal reinschauen. Ich schaue hier direkt mal in diesen PrestaShop hier über den Cookie-Editor und da sehen wir, hier gibt es einige Cookies, die hier angelegt wurden durch dieses System. Wir schauen uns das aber im einfachen Beispiel nochmal anhand unserer simplen Website an. Ja, also mit dieser HTML-Seite ist das nicht möglich, diese Zustandslosigkeit aufzuheben. Dazu brauchen wir dann zum Beispiel eine Skriptsprache auf dem Server. Und ich habe mal ein ganz, ganz, ganz simples Skript erstellt und auf den Server hochgeladen. Und ich rufe das mal auf. Das hat eine andere Dateiendung. Das ist nicht mehr HTML, kein statisches Webdokument, sondern ein PHP-File. Und wenn ich diese Seite jetzt aufrufe, die sieht fast genauso aus. Ja, sagt wieder Hello World, this is awesome, bla bla bla. Und dann sehen wir aber hier Hello Stranger with IP Address so und so. You have visited this page one time, hätte ich vielleicht noch hinschreiben müssen, in this session. Okay, war gut, so gut und schön. Klingt jetzt noch nicht so außergewöhnlich. Jetzt aktualisiere ich aber mal die Seite. Das heißt, ich mache wieder einen Request, der eigentlich mit dem vorhergehenden nichts zu tun hat, unabhängig ist. Ja, und jetzt sehen wir, jetzt wird dieser Zähler hier irgendwie erhöht. You have visited this page 2 in this session und so weiter. Ja, wenn ich immer wieder aktualisiere, erhöht sich jedes Mal diese Zahl. Das heißt, irgendwie ist es also möglich, ja, dass auf dem
Webservers ich hier irgendwie gemerkt wurde, wie oft ich jetzt denn schon diese Seite besucht habe. Wenn wir uns den HTML-Quellcode anschauen, den der Nutzer geschickt bekommt, da können wir nicht viel entdecken. Da steht einfach nur HTML drin, so als wäre das eine statische Seite. Das heißt, wir müssen uns mal kurz das Skript anschauen, was eigentlich dahinter steht. Und das habe ich jetzt hier mal aufgemacht. Das ist auch egal, wenn ja, jemand sowas noch nie gesehen hat. Spielt keine Rolle. Ich erkläre nur kurz, was hier eigentlich passiert. Das heißt, das ist kein statisches HTML mehr, sondern ein PHP-Skript, also ein kleines Programm. Und ich sage im Prinzip nur Folgendes, wenn ein Nutzer diese Seite aufruft, also ja, diese Seite, IP-Adresse test mypage.php, diese Webressource, dann starte bitte eine Sitzung. Das heißt, lege einen Cookie an, der wird dann beim Nutzer im Browser gespeichert. Und dieser Sitzungscookie, ja, ist dann eine eindeutige ID für meine aktuelle Sitzung. Und der wird so lange beibehalten, bis dieser Cookie gelöscht wird oder ich meinen Browser dazu zwinge, diesen eben nicht mehr dorthin zu schicken. Was ich dann auch noch tue, ich kann dann eben in dieser Session, in dieser Sitzung Daten zwischenspeichern und mir auf dem Server merken. Ja, zum Beispiel die IP-Adresse. Und dann mache ich hier noch sowas und sage, hier haben wir denn in dieser Sitzung schon einen sogenannten Counter-Variable angelegt? Wenn ja, erhöhe diese um 1 und wenn nein, lege diese Counter-Variable an mit dem Wert 1. Und dann baue ich mir noch so einen kleinen Message-Text, ja, und sage, you have visited this page, Anzahl der Session-Variable Counter, so viel wie das eben ist, in this Session. Und dann kommt eigentlich erstmal ein eigentlicher HTML-Code hier unten, ja, der an den Nutzer dann geschickt wird. Und hier sehen wir auch nochmal so ein dynamisches Element drin, ja, das dann eben gesagt wird, was als HTML zurückgeschickt wird, wird noch ergänzt um folgende Zeile: Hello Stranger with IP-Address. Und jetzt lesen wir diese Variable aus der Sitzung und benutzen auch noch diese Message-Variable, die ich mir hier oben erzeugt habe, anhand der Aufrufe. Das heißt, hier haben wir also ein kleines Programm, ja, was anhand der aktuellen Sitzung, und das ist der Cookie-ID, ja, zu dieser Cookie-ID, zu dieser Sitzung werden Variablen angelegt. Zum Beispiel dieser Counter und hier eben Dinge zwischengespeichert. Ja, und das Gleiche auf eine gewisse Art und Weise passiert dann eben auch in einem Warenkorb. Ja, und wir können uns das auch anschauen. Wenn ich nämlich jetzt hier den Cookie-Editor anschaue, sehen wir, auf dieser Seite gibt es jetzt genau einen Cookie. Das ist die PHP-Session-ID mit diesem Wert. Ja, und genau diese Session, ja, diese PHP-Session-ID wird erzeugt mit diesem kleinen PHP-Befehl, ja, Session Start. Sagt einfach nur, beim Nutzer soll ein Cookie angelegt werden und dann wird eben so ein Wert wahllos festgelegt und das ist dann eben hier diese Session-ID. Sollte ich jetzt diesen Cookie von Hand löschen, ich werde das mal machen, ja, jetzt ist der Cookie weg. Das heißt, wenn ich jetzt meinen Browser dazu nochmal auffordere, die Seite neu zu laden, existiert der Cookie nicht mehr, der wird auch nicht mehr mit hingeschickt. Das heißt, am Server kann mein Nutzer, meine Session nicht mehr identifiziert werden und es wird eine neue gestartet. Ja, wir werden das dann daran merken, dass dann hier wieder eine 1 stehen wird. Ich lade das mal neu und wir sehen, aha, das passt. Ja, jetzt ist hier wieder eine 1. Wenn wir jetzt wieder in den Cookie-Editor schauen, merken wir aber, ah, es wurde wieder ein neuer Cookie angelegt. Ja, der hat jetzt hier einen anderen Wert. So, und jetzt lade ich das hier noch ein paar Mal neu, dass wir hier mal vielleicht auf den Wert, machen wir mal den Wert 5 kommen können. So, also ich habe das jetzt mal hier auf 8 Mal Besuch erhöht, können wir auch noch mal einmal machen auf 9. Und jetzt noch mal Folgendes. Und zwar, wir schauen uns hier den Cookie noch mal an. Wir sehen ja, also hier eine Session-ID, beginnt mit SE1, ED und so weiter. Und jetzt habe ich mal einen anderen Browser geöffnet, hier Firefox. Und wir können uns auch vorstellen, ich würde das jetzt hier von einem ganz anderen Rechner aus angefragt haben. Ja. Das ist quasi für diesen Webserver ja, ein neuer Client, ein neuer User, weil das ja ein anderer Browser ist, der das anfragt. Und wir sehen hier, okay, da ist der Zähler wieder auf 1. Ja, also auch hier in diesem Browser wurde eine Session angelegt. Das heißt, es existieren also aktuell mindestens zwei aktive Sessions. Und wenn wir uns das hier anschauen, das ist jetzt hier so ein Cookie Manager für den Firefox, dann sehen wir, das wäre jetzt hier diese Session-ID, dieser Cookie. Ja, der beginnt mit einer ganz anderen Zahl. Und jetzt mache ich mal einen kleinen Trick. Und zwar, ich gehe wieder zurück
in meine Session, die ich vorher hatte, hier mit neuen Aufrufen derzeit und kopiere mir jetzt einfach mal diese Session-ID hier raus. So, kopiere die hier raus und gehe in meinen anderen Browser, Firefox. Wie gesagt, das könnte auch ein ganz anderer Rechner, ein ganz anderer User sein. Und jetzt tausche ich mal hier diese Session, die ich hatte mit diesem einen Aufruf aus gegen die von meinem anderen Browser und speichere das. So, und wenn ich jetzt die Seite aufrufe, ja, müsste das Ganze nicht auf 2 springen, ja, sondern ich habe ja die Session komplett ausgetauscht. Das heißt, diese kleine Webanwendung, ja, denkt jetzt, ich bin, also denkt in Anführungszeichen, ich bin der andere Nutzer, der 9 Aufrufe hatte und wird das dann wahrscheinlich auf 10 erhöhen, ja, und das Ganze dann ausgeben. Also ich drücke mal aktualisieren und wir sehen wunderbar, ja, also ich habe jetzt diese Sitzung quasi hier in diesem Browser übernommen. Und wir merken also, okay, ja, dieser Webserver bzw. dieses Programm identifiziert diesen einen Nutzer, diese Sitzung, nur anhand dieser Sitzungs-ID. Ja. Und anhand dieser Sitzungs-ID, an diesem Cookie, ist also alles geknüpft. Und das ist eben auch der Fall in so einem Online-Shop zum Beispiel. Ja, nur, dass eben hier ein bisschen mehr passiert als meine kleine Mini-Anwendung. Aber das ist eben, was eine Sitzung ausmacht. Und wenn man sich irgendwo dann ausloggt, ja, auf Logout oder sowas klickt, dann passiert in der Regel eben Folgendes, dass dann diese Sitzung für ungültig erklärt wird. Ja, das kommt ungefähr dem gleich, als würde ich jetzt eben hier diesen Cookie löschen. Ja, wenn ich jetzt diesen gelöscht habe und jetzt hier einen neuen Aufruf starte, wird wieder ein neuer Cookie angelegt, weil diese Sitzung ja weg war und ich starte wieder bei 1. Interessanterweise ist es aber zum Beispiel so, ich habe jetzt den Cookie nur hier in meinem Browser gelöscht. Diese Sitzung existiert immer noch. Ja, wenn ich zum Beispiel meinen anderen Browser wieder aufmache, ja, und hier auf Aktualisieren, sehen wir, ah, diese Sitzung gibt es also noch. Das heißt also, auf dem Webserver, ja, gibt es diese Sitzung noch. Ich habe den Cookie nur lokal in meinem Browser gelöscht. Und wenn normalerweise sind dann so Logout-Skripte so gestaltet, dass dann eben auch diese Session auf dem Server gelöscht oder für ungültig erklärt wird. Also mal das Beispiel einer ganz kleinen Sitzung, einer Session und was das mit Cookies zu tun hat, wie diese beiden damit interagieren. Ja, und wir können also festhalten, ohne Cookies sehr schwierig eine Session umzusetzen. Es gibt noch ein paar andere Möglichkeiten, aber das heißt, ohne Cookies sind viele Webseiten, viele Portale gar nicht möglich. Ja? Und vielleicht noch der Hinweis, ja, wenn man Online-Banking nutzt, ja, dann hat man ja oftmals so eine Beschränkung, so eine Zeitdauer, 10 Minuten oder sowas, solange diese Sitzung gilt. Und das ist im Prinzip auch, dass dieser Cookie eben eine sehr, sehr kurze Lebensdauer besitzt. Ja, ich weiß jetzt nicht, welche Lebensdauer dieser Cookie hat, der hat wahrscheinlich gar keine, ja, weil ich das nicht angegeben habe, beim Start dieser Session in meinem kleinen Programm. Ja, das heißt, der würde unbegrenzt gelten. Bei einem Cookie, bei einer Sitzung im Online-Banking ist das eben anders. Da wird die bewusst sehr, sehr kurz gesetzt, ja, damit eben aus Sicherheitsgründen die Wahrscheinlichkeit sinkt, ja, dass jemand diese Sitzung zum Beispiel übernehmen könnte, indem man irgendwie an diese Cookie-Information zum Beispiel gelangt. Ja, wie das auch immer funktionieren möge. Gut, also das zum Thema, was ist eine Sitzung und welche Rolle spielen Cookies dabei?